Ja, meine Einschätzung, 1-0 gewonnen in der Spielzeit 90 plus. Uns ist es diese Saison sicherlich schon das eine oder andere Mal passiert, wo es andersrum war. Heute freut es mich für die Jungs schon auch besonders, weil wir, glaube ich, über ja, zumindest 70 Minuten wirklich auf Augenhöhe mitgespielt haben aus einer sehr sicheren und kompakten Defensive. Vielleicht mag es für den Außenstehenden ein bisschen zäh gewirkt haben, aber ich glaube, da waren heute zwei Mannschaften auf dem Platz, die schon auch vom taktischen Verständnis her, von der Zweikampf- und Laufbereitschaft einen tollen Fight gezeigt haben. Und was mich natürlich für die Jungs freut, ist, dass wir ein bisschen das glücklichere Ende haben insgesamt. Aber ja, klar. Von dem her, es ist ein Sieg, der uns sicherlich gut tut und auch für die Emotionen, für die Heimfahrt gut tut. Und da müssen wir einfach jetzt weitermachen. Danke. Ja, Ralf, erstmal Glückwunsch an euch zum Sieg. Ja, es sah nach 0-0 aus. Ich glaube, dass wir immer mal wieder gute Phasen hatten, auch am Anfang gut angefangen haben, eine gute Ballkontrolle hatten. Aber aus all dem haben wir viel zu wenig gemacht, viel zu wenig Chancen rausgespielt. Wenn wir geschossen haben, dann sind die gerade bis zum Tor gekommen. Da waren keine echte Prüfungen dabei. Wir hatten viele aussichtsreiche Positionen. Dann kam die Flanke nicht, dann kam der Abschluss nicht. Alles, was wir geschossen haben, vorbei oder nicht scharf genug. Sodass wir aus all dem, was wir versucht haben, am Ende viel zu wenig gemacht haben. Und dann darf man sich auch nicht wundern. Wie gesagt, es sah nach dem 0-0 aus und dann war es immer noch nicht gut. Und natürlich mit so einem Tor dann in der letzten Minute war es dann erst recht nicht gut. Ich glaube, dass wir uns hier viel mehr vorgenommen haben und dafür nicht die Leistung gebracht haben, die wir uns erwartet haben, in so einem Spiel dann vielleicht nochmal oben ranzukommen. Dafür war es dann einfach auch nicht gut genug. Danke.